Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal etwas zu den Maschinen hier hinter mir. So einen alten Traktor zu restaurieren, ist ja irgendwie eine Zeit lang auch fast so ein bisschen hip gewesen. Und die Leute haben die verschiedensten Motivationen, das Ganze anzugehen. Für die einen ist es mehr oder weniger therapeutisch, die Ruhe beim Schrauben. Und für andere ist es irgendwie so, noch ein Fahrzeug zu haben, was irgendwie aus der Masse heraussticht. Für mich war es die Motivation, dass ich mir einen Kindheitstraum erfüllt habe. Bin auf dem Land zur Welt gekommen. Dann hat es meine Eltern und mich in die Stadt verschlagen. Und ich habe dann gerne aus dem Fenster der dritten Etage rausgesehen. Und damals fuhren die Landwirte teilweise noch mit dem Traktor zum Markt, um ihre Waren anzupreisen. Und da habe ich immer sehnsüchtig nach diesen Traktoren geguckt und das hat mich total begeistert irgendwie und stand für mich fest, so ein Gerät will ich auch irgendwann mal haben. Ja, und wie das Leben dann so spielt, es hat meine Eltern und mich dann wieder nach 8 Jahren Stadt aufs Land zurückverschlagen. Und bei ganz vielen Radtouren, die ich so gemacht habe, habe ich dann irgendwann bei einer mal diesen Traktor hier entdeckt, der eben in einem alten Unterstand stand und vor sich hingammelte. Ich habe ihn dann ganz offiziell mit Kaufvertrag gekauft. An Fahren mit dem Traktor war da noch nicht zu denken. Habe ihn in vielen Jahren mühsamer Arbeit und mit enormen Kosten neben Schule und Ausbildung restauriert. Oder was man dann eben so restauriert nennt. Da scheiden sich dann ja auch die Geister. Also ich habe ihn wieder zurück in das Traktorleben geholt. Und für einige ist jetzt so ein Traktor quasi Selbstzweck. Sie setzen sich rauf, fahren damit irgendwelche Touren. Manche haben auch einen Trecker und fragen ständig in ihrem Freundeskreis rum, wer macht mit mir mal eine Ausfahrt. Und ich war jetzt auch auf einigen Traktortreffen und habe das auch mal so mitgenommen, diese Stimmung, die da so ist. Und muss sagen, diese Treffen sind sehr unterschiedlich. Es gibt einerseits die Treffen, wo die Technik dann auch vorgeführt wird, wo sich große Mühe gegeben wird, auch wenn so ein bisschen die Biologie verbogen wird, weil man nicht Mais, Getreide und Kartoffeln zeitgleich ernten kann eigentlich. Aber trotzdem fand ich das gut, dass das war das Treffen in Nordhorn, da eben gezeigt wurde, wie der ganze Kram auch funktioniert und wie er eingesetzt wird. Dann gibt es die Treffen, wie jetzt hier im Umkreis Elringen-Blekede, wo die Maschinen dann schön in Reihe und Glied stehen. Einer glänzt toller als der andere. Aber sie leben nicht wirklich. Teilweise werden sie nur hingetrailert, hingeschleppt. Manche fahren auch auf Achse hin, aber trotzdem lebt die Technik auf diesem Treffen dann nicht. Und das finde ich irgendwie schade. Genauso ist es schade, dass dann einige ältere Herren zu mir als jungen Menschen kommen und meinen, umnörgeln zu müssen, dass meine Vorderachse und meine Räder vorne vom Trecker nicht passen und dass das viel zu groß sei. Dabei kennen sie den Hintergrund überhaupt gar nicht. Das ist nämlich auch etwas, man kann jetzt einen Traktor irgendwie kaufen. Zum Beispiel, ich jetzt als Norddeutscher kann irgendwo in Süddeutschland oder in Österreich einen Traktor kaufen und den restaurieren. Aber diesem Traktor fehlt eine Sache, und zwar die Geschichte. Und das ist das Tolle bei diesem Fahrzeug hier oder überhaupt bei diesen Geräten. Das Mähwerk sticht ein kleines bisschen raus, dass ich diese Geschichten kenne und die Menschen drum kennengelernt habe, die eben mit dieser Geschichte zu tun haben, diese Geschichte geprägt haben. Und das finde ich total toll. Dieser Traktor hier zum Beispiel war 2 Dörfer weiter der erste Traktor mit Frontlader. Es gab dann auf dem Hof daneben noch einmal den gleichen Traktor ohne Frontlader, so dass sie tauschen konnten, je nachdem, wo dieser Frontlader gerade benötigt wurde, sich der Fahrer aber nicht umgewöhnen musste. Zu diesem Thema Geschichte, der Nachbarhof hier auf der anderen Seite erzählte mir jetzt gerade der Herr, dass er auch schon so einen Traktor gefahren ist. Das war dieser andere Traktor ohne Frontlader. Hier im Ort wohnt auch derjenige, der diesen Traktor aus dem Zentrallager in Hamburg auf Achse hier in die Gegend gebracht hat. Und das finde ich total
toll, dass ich diese Geschichte miterleben darf und eben das auch weitertragen darf. Und das sehe ich als eine Aufgabe. Dazu zählt für mich auch, dass man so einen Traktor jetzt nicht einfach nur hat, Schmuck herrichtet, damit ein bisschen fährt, sondern dass man damit auch wieder arbeitet. Natürlich ist diese Technik etwas empfindlich und natürlich ist die Ersatzteilversorgung teilweise schlecht. Manche Teile gibt es einfach nicht mehr oder eben nur gebraucht in auch sehr schlechtem Zustand. Aber dennoch finde ich, sollte man in Maßen diese Technik am Leben erhalten und damit arbeiten. Einfach damit auch das Wissen, wie es funktioniert, mit dem Fahrzeug mit erhalten wird. Aus diesem Grund habe ich mir dann irgendwann mal diesen Mähbalken gekauft. Der stammt jetzt aus der Wesermarsch, war über eBay Kleinanzeigen gekauft. Das heißt, da habe ich tatsächlich nicht die volle Geschichte. Und jetzt habe ich relativ mühsam lernen müssen, weil eben hier nicht mehr so viele mit so einem Mähbalken wirklich umgehen können. Und einer aus meinem Bekanntenkreis, der damit umgehen kann, der ist leider weggezogen und der Kontakt hat sich verflüchtigt. Tja, vielleicht ergibt sich da auch noch mal wieder was, dass man sich wieder trifft, wäre schön. Das heißt, ich muss jetzt erstmal lernen, wie man damit umgeht und musste auch erstmal auf die harte Tour jetzt lernen. Freunde von mir haben eine Obstwiese angelegt, das wird jetzt meine Spielwiese, dass dieser Mähbalken in relativ schlechtem Zustand war. Das merkt man dann aber erst, wenn man sich mal wirklich intensiv damit auseinandersetzt, das heißt wirklich damit arbeitet. Und ich befürchte, dass es vielen so geht, dass sie so einen schmucken Mähbalken mit sich umherfahren und gar nicht wissen, ob das Ding wirklich funktioniert. Ich habe jetzt zum Glück noch Ersatzteile dafür kriegen können, Neuteile, um den herzurichten. Ein spezielles Teil gibt es leider nicht mehr, und zwar den Keilriemen für den Antrieb. Für Geld und gute Worte nicht. Das ist ein Sonderriemen, der nicht mehr gebaut wird. Und mir wurde jetzt gesagt, eine Nachfertigung wäre möglich, würde etwa 1000 Euro das Stück kosten. Und erst ab 1000 Stück würde sich der Preis irgendwie bewegen. Also das ist eine absolut sinnlose Aktion, da irgendwie was anleiern zu wollen. Dennoch möchte ich dieses Mähwerk nicht aufgeben. Es funktioniert jetzt. Ich habe es soweit hergerichtet. Es fehlt halt nur ein Keilriemen. Dann ist dazu gekommen jetzt eine Ballenpresse, Belga WSA 350. Die hat jetzt auch nicht so die tolle Geschichte für mich, außer dass sie jetzt gekauft wurde für diese Wiese. Gehört mir auch noch nicht vollständig, weil wir das hier gemeinschaftlich machen. Haben wir die erstmal zusammen angeschafft und mit jedem Arbeitseinsatz, den ich mit dieser Presse dann mache, wird sie ein bisschen mehr meine. Dann ist jetzt dazu gekommen, dieses alte Mähwerk, wo jetzt auch manch einer sagen könnte, was willst du mit diesem verrosteten Haufen? Das hat auch eine besondere Geschichte. Das gehörte dem Landwirt zur anderen Seite des Hofs. Und er hat das irgendwie vor 25, 30 Jahren mal abgestellt, sogar die Riemen entspannt, also richtig und sauber gemacht, also richtig korrekt abgestellt, so als wollte er es mal wieder nutzen. Und dann kam eben alles anders. Und weil ich jetzt die Probleme mit dem Balken hatte, war ich am Überlegen, dieses Scheibenmähwerk zu benutzen, um besser voranzukommen erstmal und diese Fläche in Bewirtschaftung zu nehmen. Musste jetzt aber feststellen, dass dieses Mähwerk die 25, 30 Jahre Standzeit dann doch nicht so gut überstanden hat. Und jetzt habe ich sehr gehadert, was mache ich mit dem Haufen? Jetzt habe ich das Ding hierher geholt und habe dann ein bisschen recherchiert. Das ist ein Kuhn GMD4. Das ist letztlich der direkte Nachfahre vom ersten patentierten Scheibenmähwerk überhaupt. Also ein Wendepunkt in der Grünlandtechnik, wo ich so denke, wenn man jetzt mal danach googelt, findet man irgendwie noch ein Foto, ein paar Modding-Geschichten hier von irgendwelchen Traktor-Landwirtschaftssimulationsgeschichten. Und man findet eine französische Internetseite, die sich eben so ein bisschen mit der Geschichte der Landtechnik befasst. Da wird dieses Mähwerk auch erwähnt. Also letztlich zwei sinnvolle Treffer, nämlich ein Foto im angebauten Zustand an einem Schlepper und diese Seite. Und mehr findet man im Internet über dieses Mähwerk überhaupt nicht. Und irgendwie finde ich das aber traurig, weil das ist ein so bedeutendes Gerät mal gewesen, dass ich denke,
es ist irgendwie wert, es doch zu erhalten. Es hat zwischen erster und zweiter Mähscheibe einen Lagerschaden in dem Getriebe da drin. Ich habe jetzt herausgefunden, dass die Lager da drin alles Normteile sind, die relativ günstig zu beschaffen sind. Also durchaus etwas, was man machen kann. Viel mehr fehlt diesem Mähwerk nämlich vermutlich nicht. Ich werde jetzt also in absehbarer Zeit, wenn ich mich kräftig genug fühle, diesen Balken mal abbauen und zerlegen und da mal reinschauen. Und auch dieses Stück Landwirtschaftsgeschichte wieder versuchen, ins Leben zurückzuholen. Dahinter steht noch ein Anhänger. Das ist auch wieder ein Fahrzeug mit Geschichte. Der Anhänger wurde mal in Eimke gebaut von einem Dorfschmied, dessen Sohn jetzt dort die Tankstelle betreibt und gehörte dann irgendwie einem Landwirt in Eimke, der aber nicht bekannt ist, nicht überliefert ist. Das Einzige, was bekannt ist, dass dieser Betrieb irgendwann Konkurs gegangen ist und der Anhänger versteigert wurde. Und bei dieser Versteigerung ging der Anhänger dann in den Nachbarort von unserem Ort hier. Und zwar an die Verwandtschaft, also letztlich ist das der Vater von der Hofeigentümerin hier. Das heißt, dieser Anhänger ist jetzt quasi nach Hause zurückgekehrt, war zwischenzeitlich auch, nachdem er im Nachbarort dann nicht mehr gebraucht wurde, ist er hier in den Ort gekommen zu demselben Herrn, von dem das Mähwerk stammt, der einen Milchviehbetrieb hatte und eben deshalb das Mähwerk für die Futtergewinnung und diesen Anhänger für den Transport von Rindern. Alles bei ihm ist in sehr gutem Zustand. Also das Mähwerk, da kann er nicht für. Das Dach über dem Mähwerk ist undicht geworden über die Jahre und er konnte sich halt auch nicht um alles auf einmal kümmern. Und so wichtig war dieses Gebäude dann eben auch nicht, wie das dann so ist. Aber auch dieser Anhänger war eben halt in relativ gutem Zustand. Nach heutigem Maßstab nicht verkehrssicher. Ich habe eine Bremse nachgerüstet. Die Achse war für Bremsmontage vorgesehen. Bremstrommeln waren auch vorhanden, aber es fehlten Ankerplatten, Belagträger, Spreizschlösser, das alles, was in so einer Trommelbremse halt drinsteckt und auch die Auflaufeinrichtung. Diese ganzen Teile habe ich zusammen besorgt und habe eben diesen Anhänger jetzt wieder in den Straßenverkehr gebracht. Er ist offiziell angemeldet. Sowas kostet alles eigentlich nicht die Welt. Es kostet enorm viel Zeit. Alleine die Bremsenteile zusammenzubringen und die Daten der Achse zu ermitteln. Nochmal herzlichen Dank an das Achsmuseum in Wiel von BPW für die tolle Unterstützung. Es kostet enorm viel Zeit und Energie, das zu machen. Aber es lohnt sich irgendwie. Für mich lohnt es sich. Und ich denke, eigentlich auch für die ganze Gesellschaft lohnt es sich, diese Geschichte zu bewahren. Und auch dieses Handwerk. Dieser Anhänger ist mal sehr formschön gebaut von einem Menschen, der eben nicht nur den Nutzwert, sondern doch auch den ästhetischen Wert eines solchen Fahrzeugs im Blick hatte, das zu erhalten. Also das so jetzt zu der Technik hier. Jetzt nochmal zurück zu meinem Mähwerk. Das ist jetzt die große Riemenscheibe von meinem Mörtel 3P4, wo ich einmal die Flanken abgedreht habe und halt einen zylindrischen Passsitz erstellt habe. Leider sieht man hier noch so ein kleines bisschen die Rostnarben aus der Mitte, wo eben der Keilriemen nicht hinkam, ja eigentlich auch im Betrieb nicht hin soll. Ich wollte jetzt aber den Durchmesser nicht noch weiter verringern, denn ich möchte ja eine gewisse Festigkeit in dem Ganzen drin haben. Und ich möchte vor allen Dingen auch eine gewisse Breite der Auflagefläche haben, um möglichst viel Fläche zu haben, die dann die Kraft überträgt. Und das wäre jetzt halt immer schmaler geworden, je weiter ich den Durchmesser verringert hätte. Und wenn ich jetzt gleich den Ring erwärme, dann muss ich eben sehen, dass er über dieses Maß von dieser Riemenscheibe sich ausdehnt, dass ich ihn hier rüberlegen kann. Diese Riemenscheibe hat dankenswerterweise auf der Unterseite eine bearbeitete Fläche.
Und ich hatte mir vorher ausgemessen, wie weit die Außenseite meiner neuen Riemenscheibe versetzt sein muss zu dieser Fläche. Habe jetzt die entsprechenden Distanzstücke da untergebracht, das Ganze hier auf dem Tisch meiner Fräsmaschine festgespannt, so dass ich jetzt also den Ring einfach auf den Tisch der Fräsmaschine fallen lassen kann und damit den richtigen seitlichen Versatz erhalte. Das sind Dinge, die muss man vorher sich immer überlegen, denn wenn das Ganze aufgeschrumpft ist, gibt es kaum noch zurück. Das ist jetzt der fertig ausgedrehte Ring, den ich jetzt gleich mit meinem Schweißbrenner erwärmen werde. Wenn er dann seine Temperatur hat, dann, also ich muss natürlich zwischendurch immer wieder mal messen, dann werde ich ihn mit den zwei Zangen nehmen und auf die Riemenscheibe aufsetzen. Man kann die Temperatur unter Umständen auch ein bisschen an den Anlauffarben erkennen, wobei das immer so ein bisschen davon abhängt, mit welchen Mitteln man hier beim Erwärmen arbeitet. In meinem Fall mit dem Brenner würde ich bei einer neutralen Flamme die Anlauffarben sehen. Mit einem leichten Acetylenüberschuss habe ich weniger Sauerstoff in der Umgebung. Damit ist dann die Anlauffarbenbildung ein wenig unterdrückt. Das heißt, diese Methode kann man nicht unbedingt nutzen, um sicher etwas zu der Temperatur zu sagen. Man könnte jetzt auch beigehen und mit einem Infrarotthermometer das Ganze messen. Das ist bei so kleineren Oberflächen aber zum einen schon mal recht kritisch und zum anderen reagieren Oberflächen unterschiedlich. Das heißt, diese recht spiegelnde blanke Oberfläche wird mir etwas anderes anzeigen, als es zum Beispiel hier der lackierte Stützfuß tun würde, so dass auch dieses Verfahren nicht übertrieben genau ist. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Thermochromkreiden. Das ist jetzt leider ein Set, wo alle die gleiche Temperatur haben. Also da hat man dann normalerweise so Sets mit verschiedenen Temperaturen und arbeitet sich so der Reihe nach dadurch. Die hat, wie man sieht, die Firma Faber-Castell mal gefertigt. Das sind jetzt hier welche für 150 Grad Celsius. Das heißt, sobald eine Temperatur von 150 Grad Celsius erreicht ist, schlägt die Farbe um. Diese Methode ist auch nicht zu genau, erfordert halt, dass man einen ganzen Satz hat, das immer wieder macht, genug Fläche hat, um das auszuprobieren. Und man sollte nicht mit der Flamme beim Erwärmen direkt darüber gehen, weil das eben auch dann das Bild beeinflussen kann. Also für meinen Zweck hier auch nicht wirklich tauglich. Bleibt also die Methode mit dem Innenmessgerät. Ich werde das jetzt allerdings ohne Kamera machen, weil das Ganze hier ein bisschen aufwendig ist. Ich hätte hier das Stativ jetzt im Weg stehen, weil ich dann, wenn das gleich seine Temperatur hat, recht eilig rüber muss zur Fräsmaschine. Und mein ganzes Chaos müsst ihr jetzt hier auch nicht sehen. Also kann ich euch dann nur das fertige Ergebnis präsentieren. So, das wäre geschafft. Das war jetzt gerade noch ein bisschen tricky, weil ich hatte mich nicht gut genug vorbereitet und hatte den Hammer nicht bereit liegen. Man hatte das Ganze minimal verkantet, hatte aber zum Glück ausreichend vorgewärmt, so dass ich da so ein kleines bisschen zeitliches Spiel noch gerade hatte. Und zum Glück ist das ja alles nicht zu weitläufig. Was ist jetzt der Trick bei dem Ganzen? Der Trick ist, die Originalriemenscheibe, die blaue, ist um in diesem Fall, das passt jetzt zu dem Durchmesser, ungefähr 3,5 Zehntel größer als der Durchmesser von dem Innenring. Den Außenring habe ich mit einem Innendurchmesser von 227,5 Millimetern angefertigt. Passung H8. Und die Originalriemenscheibe habe ich auf eine U8-Passung gedreht. Das entspricht halt diesen bis zu 35 Hundertsteln. Ich bin bewusst auch an die obere Grenze gegangen, weil ich möchte, dass sich das nie wieder löst.
Das Ganze muss jetzt abkühlen. Das heizt hier noch ganz ordentlich. Und dann ist der nächste Schritt, das Mähwerk zusammenzubauen und auszuprobieren. Also das zum Thema Schrumpfpassung. Man könnte theoretisch natürlich auch eine Presspassung wählen. Das setzt dann aber voraus, dass man eine Presse hat, dass man das auch vernünftig unterbauen kann, dass der Pressdruck nicht irgendwie was beschädigt. Da bin ich bei so alten Gussteilen immer etwas vorsichtig, denn allzu schnell hat man da irgendwas zerbrochen, was es dann nicht mehr so einfach zu kaufen gibt. Es scheint ja nicht mehr allzu viele von diesen Mähwerken zu geben. Wenn man danach googelt, findet man reine gar nichts. Ab und zu mal irgendwo ein Verkaufsangebot in Bayern, Österreich, wie auch immer. Aber im Augenblick scheint da nicht viel am Markt zu sein, weshalb ich mit dem ganzen Material vorsichtig umgehen muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like da und abonniert meinen Kanal. Bis demnächst.